Willkommen zurück zu einem neuen Vlog! Es Powerpuff Girls treffen uns ausnahmsweise bei mir zu Hause. Noch mein Zuhause. Und ich habe auch ausnahmsweise dann halt mal gekocht. Oh. Ne? Aber kann sein, dass es nicht gut gesalzen ist. Ich mag. Was sagst du? Ich habe noch nicht probiert. Ich bin noch am Mischen. Ich würde da nichts vom Tisch aufheben übrigens. Es wird zu spät, auch schon Eis gegessen. Ja, okay. Desinfiziert. Ja. Dreck rein in den Magen. Genau. Gut? Ja, also nachsalzen muss man nicht. Okay. Gut. Doch, ich muss ein bisschen nachsalzen, aber egal. Nee, ich bin immer von der Salzmensch. Also. Und wie kann man die Haare schön bekommen? Pass auf, dass sie nicht im Essen landen. Wow. Sehr hübsch. Können wir mal kurz hier anmerken, dass diese beiden heute frisch beim Friseur waren. Beide sehen einfach richtig gut aus und ich sehe einfach so aus, wie eine Mülltonne. Ich habe einen Ansatz. Meine Extensions sind wirklich bis Kasachstan rausgewachsen, also wirklich bis hier gefühlt. Bis Kasachstan. Also, das ist echt frech. Hör mal, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das aber ist falsch gemacht. Ja. Die Mädels sind jetzt weg. Ich habe Vika gerade noch einen Koffer mitgegeben. Und jetzt packe ich schnell meinen Koffer. Ja, alles irgendwie so auf den letzten Drücker. Ich muss noch schnell die Spülmaschine anmachen. In 4 Stunden ungefähr aufstehen. Bei uns ist immer alles super spontan. Vika und ich haben gestern beschlossen, heute, also beziehungsweise morgen, Nacht nach Paris zu fahren, weil wir unnormal Bock drauf haben. Wir werden da auch nicht übernachten, wir werden einfach dahin fahren, den ganzen Tag dort verbringen, Content quasi, bisschen produzieren. Outfits und so weiter habe ich auch nicht rausgesucht. Ich muss auf jeden Fall morgen früher aufstehen, duschen gehen, meine Haare waschen, föhnen, stylen. Ja, ich habe jetzt, oder schmeiße jetzt einfach nur ein paar Sachen richtig random in meinen Koffer, was ich mitnehmen will. Ja, ne? Weiß ich halt nicht so ganz. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Outfit, womit ich so da rumlaufen kann, was jetzt nicht so mit Bilder machen zu tun hat. Werde auf jeden Fall auch noch einen Rucksack mitnehmen. Und ja, ich habe absolut keinen Plan, was ich genau alles eigentlich mitnehmen will. Aber ja, morgen sind wir in Paris. Also wir haben jetzt 23.07 Uhr. Und um 3.30 Uhr stehe ich auf, weil ich duschen gehen muss und so weiter und so fort. Hallo? Aber ich habe einfach nur einen Energy. Hast du nur einen? Ja, das also war ich schon wieder neu. Noch wie 4 Euro. Geil. Vika hat uns Sandwiches gemacht, voll süß. Schmeckt es dir eigentlich? Ja, lecker. Und ich laufe jetzt so in die Tankstelle und bezahle. Wunderschön. Pretty. Also wir haben jetzt 5.30 Uhr, genau. Ja, und ich hoffe mal, ne? Also ich habe heute Morgen gefunden. Ich war richtig glücklich und zwar suche ich irgendwie schon seit keine Ahnung wie langer Zeit eine Tabakdose, die irgendwie verschollen ist. Die haben wir einmal benutzt und zwar O'Collum. Einmal benutzt und dann einfach war weg. Habe ich heute Morgen wieder gefunden, plus 20 Euro, plus ein Sport-BH von mir, den ich auch gesucht habe. Also eigentlich hat der Tag schon gut gestartet. Also wir sind... Was? Nur ein bisschen. Wir sind in 52 Minuten in Paris, also an unserem Parkhaus. Ich würde schon sagen, an unserem Hotel. An unserem Parkhaus. Ich mache jetzt meine Haare auf und ich habe meine Haare halt heute so gemacht. Ich hoffe, das steht hier irgendwie. Ich habe mir Locken gemacht mit dem Lockenstab wie immer und habe die dann in die Lockenwickler eingedreht, damit die halt auskühlen. Aber da die Lockenwickler einen anderen Durchmesser haben als der Lockenstab, weiß ich halt nicht, ob das was geworden ist oder ob es jetzt komplett total schaden aussieht. Ich hoffe natürlich, dass es was geworden ist, sonst weine ich, weil ich muss ja jetzt gut aussehen in Paris, ne? Wir wollen ja Bilder machen und so. Deswegen, ja, mal sehen. Ich versuche mal, ob man das hier stellen kann. Sieht gut aus. Bisschen wackelig, aber ist okay. Okay, ah, Starau. Nee, echt? Doch. Die haben schon einen warmen Blick da. Polizei? Nein, krank. Ist irgendwie auf beiden Seiten Stau. Ja. An derselben Stelle, witzig. Ja, Money gehabt. Hab ich alle Dinge hier rausgeholt? Du fährst doch immer so hardcore auf. Ja. Ja. Das ist, weil die bremsen wie so auf einmal. Oh, Entschuldigung.
direkt schon. Junge, kannst du ein bisschen vorsichtiger fahren? Ich hab was. Nee, das ist da. Da drin ist so ein Ding, wo man Handy drauf tun kann, damit das nicht wackelt und nicht hinfällt. Okay. Nimm's einfach, das ist da drin. Nimm's einfach. Das ist gut. Da ist diese Matte ja, hier. Ja, genau. Dann rutscht nicht weg. Rutscht. Rappel. Spricht man das irgendwie besonders aus? Nein, Rappel. Ich muss Marlene fragen, die ist ja unsere französische Lehrerin. Junge, ich hatte Französisch-LK im Abi. Also Rappel, ist ja, richtig. Rappel. Rappel, nicht mit R. Also Rappel. R. Rappel. Ja. Rappel. Genau. Nee, ach so, das andere. Okay. Siehst du, ich war wieder abgelenkt, wegen dir. Ja, dann guck hier nicht hin, du Idiot. Wieso, ich lenk dich ab, aber du kannst kein Auto fahren. Da habe Sonnenbrille angezogen, keine Sonne mehr da. Danke für gar nichts. Ich glaube, ich habe meine Haare heute nicht gut ausgewaschen. Die sind irgendwie so... Oh, nee. Oh, hier steht 19 Minuten. Also Locken sind auf jeden Fall da. Ja, sehr schön. Also wir haben unsere ersten Bilder gemacht. Oh, hier ist gar nichts zum Abstellen. Ich habe jetzt ein Outfit an, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Ich habe halt so eine Inspo gesehen mit einem rosanen Kleid und so einem Hemd und fand es eigentlich voll cool. Und deswegen dachte ich mir, kann vielleicht was sein. Würde ich halt so niemals in meinem Alltag oder so tragen, ne? Sehe ich aus wie ein Pariser Girl oder sehe ich aus wie ein Idiot? Hier ist vielleicht Style. Vielleicht neue Mode. Also Leute, das Outfit hat mir gar nicht gefallen. Ich habe mir das gerade angeguckt. Das sah ja mal richtig kacke aus. Deswegen habe ich mir jetzt was anderes angezogen und gucken wir das jetzt auch nochmal mit euch zusammen an. Dieser Rock ist mir auch zu groß, ey. Ja? Okay. Ich gucke, wie dieses Outfit ist, ob besser ist. Leute, Vika fährt einfach das erste Mal jetzt Metro. Und irgendwie haben wir aus Versehen, also haben wir diese Tickets hier geholt. Eigentlich habe ich halt nie diese Trivago, Navigo meine ich, Karte, sondern immer diese einzelnen kleinen Tickets, die sind so richtig klein, die man immer so reinsteckt. Die Jungs eben auch vor uns. Ja genau, genau die habe ich auch sonst immer gehabt, aber irgendwie diesmal, deswegen 2 Euro pro Person mehr für die Karte. Und Leute, wir haben den übelsten Cheerleader-Effekt gerade, weil wir so süße Outfits anhaben. Der war noch besser, aber... Ich habe noch nie ein Baguette... Ich habe noch nie ein Baguette hier gegessen, in Paris tatsächlich, mach deswegen... Komm, ich mach Taste-Test. Ja. Da, rechts rein, ist unser Fotospot. Ah, lecker. Ja. Mach mal Taste-Test. Lecker. Wir sind jetzt hier in so einem Restaurant am Montmartre. Oh, Entschuldigung, ich habe den Mann gefilmt. Ist auf jeden Fall sehr cute hier. Lecker. Und wir haben jetzt beide Pasta bestellt. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht richtig reden. Das sind auf jeden Fall so Boys im Hintergrund. Vielleicht sieht man die da ein bisschen. Ich will jetzt nicht so richtig darauf filmen. 4. Und ich so, kann es sein, dass sie uns die ganze Zeit angucken? Und Vika so, die lassen kein einziges Auge von uns. Ja, wir essen jetzt auf jeden Fall und haben auch schon wie viel Uhr? Gleich 21 Uhr, ne? Ja, 17 Minuten. Was sind denn die Haare, ey? Alles hier. Was für Betrieb? Saint-Jean-Bon. Thank you. Thank you. Bon appétit. Merci. Also, Madeleine ist noch nicht hier. Sie verspätet sich ein wenig. Beziehungsweise eigentlich verspätet sie sich nicht, ja, einfach nur Vika. Vika ist einfach nur früher da. Und ja, wir entfernen jetzt die Bondings. Ich habe die jetzt wirklich seit dem... Ungefähr seit meinem Geburtstag drin. Also ungefähr seit 10. September. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. 5 Monate. Ist schon draußen? Ja. Ah. Ich jetzt noch das ekelhafte rausgehen. Ja, ja. Aber da hast du immer eingesprüht, ne, glaube ich. Ja, ja, genau. Also Freunde, wir sind auf jeden Fall schon sehr weit gekommen. Ich habe hier eine ganze Batzen. Und Vika da hinten auch. Lecker. Also, ist auf jeden Fall schon über die Hälfte weg, oder? Ja. Ja. Natürlich, hier sind vielleicht noch 20. Und hier habe ich noch, keine Ahnung. Welche? 7. Ich weiß nichts. Also geht eigentlich voll schnell. Ich muss rauskämmen. Ja, rauskämmen dauert ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich verliere 5 Milliarden Haare. Ja.
Aber kein Wunder, wenn die seit 5 Monaten drin sind. Was erwartet man? Das ist fast ein halbes Jahr. Das ist schon krass. Aber gut, es ist eigentlich genauso, denke ich mal, wie bei mir jetzt. Ja. Nach ein paar Monaten. Ja. Also so viel Haare sind es hier nicht. Nee. Deswegen mal gucken. Meine Haare, meine eigenen, sind auch extrem lang geworden. Das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Und ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie so eine Identitätskrise und will gerade voll gerne was mit meinen Haaren verändern. Deswegen, wer weiß, vielleicht schneide ich sie sowieso ab. Gucken. Gucken, was sich so ergibt demnächst. Ja, und wir haben gleich 8 Uhr. Marilena kommt erst um 9, also in einer Stunde. Das heißt, bis dahin sind wir auch schon längst fertig mit meinen Haaren. Ja. Ich glaube, ich mache dann gleich noch Öl rein. Ja. Ne? Yeah. Und dann schön bis morgen einwirken lassen. Lecker. Lecker. Morgen muss ich auch dringend meine Nägel neu machen, das geht gar nicht. Ich dachte, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so früh anfangen. Hat nein. Mir keiner gesagt. Nein. Ja. Ich meine, was für was. Jetzt kannst du wieder gehen. Irgendwie nicht so. Das war ein Scherz. Ja, besser ist. Ich bin witzig. Ich wollte witzig sein. Ich habe heute gehört, dass ich mittelmäßig witzig bin. Du? Ja. Okay. Wer hat dir das gesagt? Also, du bist hübsch, du bist klug, du bist dies, du bist das. Mittelmäßig witzig. Muss ich voll lachen, weil es ist halt wirklich so. Ich bin halt echt nicht die Witzigste, ich bin nur ein bisschen. Ja. Ach, ich guck dir da mal zu. Ja, kannst du gerne. Du kannst, du kannst eigentlich hier mitmachen. Wobei. Da ist nichts mehr. Ja, keinen Sinn. Mach chill einfach dein Leben. Aber echt witzig, weil ich habe gerade noch gesagt hier. Was ist denn hier passiert? Ja, frag nicht, das ist normal. Alter, die sind ja bis ohne Scheiß bis Kasachstan rausgewachsen. Ja, weil ich ja 5 Monate drin habe, Junge. Tschüss. Aber guck so, ich zeig dir, wie ich die rausmache. Guck, ich habe hier diese Geräte oder ich nehme einen von hier besser. Ach, die sind ja mit dieser Zange muss ich echt sagen, Alter, die sind so ein Stück rausgerissen. Ja, guck, ich nehme das so. Dann muss man das nicht besprühen? Nö, ich benutze das gar nicht. So, dann so einfach. Mache ich das halt so ein bisschen. Wir sind auch gerade vielleicht, wir sind noch gar keine Stunde dran, ne? Und ziehe ich halt den raus. Krass. Und dann mache ich die ganze Zeit so eine Taktik. Ich benutze gar keinen Kamm. Lass den einfach, egal. Ich ziehe quasi die ganze Zeit hier so die Haare so leicht auseinander. Aha. Und dann kommt dann, irgendwann bleibt dann da so ein Knubbel übrig. Weil diese Haare sind, die halt verfilzt sind und schon seit 5 Monaten halt rausgefallen. Crazy shit, guck. Alter. Dann kommen diese Haare. Dreh dein Kopf wieder, verpiss dich. Ja, warte, Arschloch. Guck. Rling. Und dann. Ich kann nicht arbeiten. Es ist fertig. Interessant. Fertig. Ja. Gib mir mal die Zange, dann mach ich wenigstens eine, dann kann man mir nicht sagen, ich hab nichts gemacht. Ja, nee, nehm die andere. Ja, nehm die andere. In diese. Die ist super, das ist echt so Bonding-Zange. Bonding. Ja. Ich hab hier vorne hab ich nur noch 1, 2, 3. 4, 5, 6, glaube ich. Lecker. Ja, das ging aber echt schneller als erwartet. Voll schnell. Krass. Krass, ne? Wie einfach. Mochi. Mochi, so, ich will Aufmerksamkeit, Arschloch. Komm her. Aber mit diese Haare so langsam auseinander machen, funktioniert bei mir voll gut. So. Und dann kommt da halt irgendwann immer so ein Ding raus. Ja. Was ist das Scheiße? Was denn? Ne? Als ob du Dreadlocks hättest. Ja, hab ich auch gesagt! Ich so, ich bin Jamaikaner. Aber auch das lässt sich danach direkt rauskämmen. Erika, Jamaikan. Es ist echt erschreckend, wie viele Haare man verliert, weil man denkt sich so wirklich, oh Gott, ich habe diese ganzen Haare mir irgendwie rausgerissen oder so, weil das wirklich an jeder scheiß Strähne bestimmt 20 Haare oder so sind. Mhm. Aber es ist nicht rausgezogen. Es ist einfach nur locker da drin. Locker flockig. Das heißt, die Haare sind einfach alt. Bei 5 Monate ist echt viel. Das ist fast ein halbes Jahr, Alter. Das ist richtig viel. Ich habe die meine letzten hatte ich auch, glaube ich, 5 Monate drin. Oder fast 6 Monate sogar. Nein. Doch, meine ersten. Meine ersten hatte ich richtig lange drin. Ich glaube nicht. Doch. Du hast auch gesagt, ich habe meine Pille erst seit 2 Wochen abgesetzt. Schon fast ein halbes Jahr her. Nee, 2 Wochen vielleicht? Ich hab nicht 2 Wochen gesagt, 2 Monate, Arschloch. Ja. Übertreib nicht. Hey, die hast du doch schon vor deinem Geburtstag abgesetzt. Ja, ach. Ich bin Erika vor 2 Wochen. 2 Monate. So, meine Haare sind raus und wie nicht anders erwartet, habe ich halt wirklich noch 3 Haare auf dem Kopf. Also wirklich, das ist ja
Maximum süß. Seht ihr das? Weil ich Becky halt bestimmt 5-mal gesagt habe, sie soll meine Haare ausdünnen, deswegen ist es normal gerade so. Ist halt perfekt für den Übergang für Extensions. Aber ich weiß halt nicht, was ich gerade will. Ich weiß nicht, was ich will. Also, ob ich jetzt wieder Extensions reinmachen will, ob ich Ginger bleiben will, ob ich Haare vielleicht radikal kurz Ginger oder vielleicht kurz und eine andere Haarfarbe. Ich weiß gerade gar nichts. Marilena, ich habe eine Identitätskrise. Ja. Mach Glatze. Nee. Ja. Ja! Als Maul. Ja. Juhu. Wir haben jetzt schon einige gesagt, ich soll wieder Bob machen. Ja, mach mal. Lecker. Es ist Sommer. Musst du kurze Haare. Es ist Sommer. Februar. Ja, aber Sommer kommt. Da denke ich mir so, da habe ich die jetzt so lang, dass die wirklich perfekt für Bondings übergangen sind und dann wieder abschneiden. Das ist doch jedes Mal dasselbe, Alter. Ja. Da macht man etwas, was so perfekt schon für etwas ist und dann hat man aber schon die Schnauze voll, weil es schon so lange so ist. Hat zu lange gedauert. Du machst jetzt noch einmal Bondings. Bondings. Und dann nimmst du die raus für Sommer. Ja. Hab ich auch gesagt. Und schneidest dann ab. Deswegen habe ich auch meine die ganze Zeit wahrscheinlich mit belastet, weil ich dachte so, ab hier habe ich keine Haare mehr. Aber anscheinend nicht, weil ich habe mir ja immer Locken gemacht und immer ab hier halt so. Ja. Habe ich ein Geschenk. Was für ein Geschenk? Ich sehe sie schon! Nein! Wo ist denn die denn hier? Also, müssen wir die gleich anziehen. Nein! Hä, warum sind bei dir zwei drin? Warum sind bei mir zwei drin? Hä? Junge, bei mir sind drei drin. Hä? Schwör! Hä? Hab hier zu viele Geschichten. Kann ich. Was? Wie geil ist das? Einen für Freitag, einen für Samstag und einen für Sonntag. Aber ich habe auch eins. Tja. Wie süß sind die bitte? Das ist für meine drei Persönlichkeiten. Ist das verschiedene Größen? Hier ist alles die gleiche Größe. Willst du auch ein Ding? Für Mochi und Nische ist auch dabei. Ja, genau. Wie süß ist das bitte? Vor allen Dingen, hier soll ich bestellen nichts, was nicht bauchfrei ist. Ja, also jetzt müssen wir immer montags das anziehen. Das ist für jeden Montag. Das ist jetzt unser, wie heißt das? Unsere Uniform. Ja. Yeah. Unser Montagsuniform. Süß, ja. Unser Montagsuniform. Komm mal her. Oh mein Gott. Die Frage ist, was machen wir mit den anderen zwei, die ich da hab? Becky. Oh! Was macht ihr? Kopf. Geschäppert. Guck hier auf dem Bild bin ich auch. Bist du in der Mitte, Buttercup? Ah, ich muss in die Mitte. Ah, Entschuldigung. Ja, ich muss nach links anschauen. Ah. Süß. It's time. Ich mach meine Nägel neu. Die sahen schon lange nicht mehr so wasted aus, aber ja, Karnevalfeier, ne? Das kommt dabei raus. Aber der Nagel ist mir abgebrochen vor Karneval. Ich habe überlegt, die Vision ist eigentlich, die Nägel wieder genauso zu machen, wie sie auch hier waren, bloß mit Herzchen drauf. Also auch wieder sehr schlicht, aber halt für Valentinstagmorgen. Ich habe zwar keinen Valentinstags-Crush oder so, aber YOLO. Ich gucke hier ein paar TikToks, trinke mein Eiskaffee, ist mein Riegel, mach mir gleich irgendwas an, ich glaube Gilmore Girls und dann fange ich an. Ich hoffe, es wird nicht mehr als 2 Stunden dauern, weil ich habe irgendwie gar keinen Bock, diesmal meine Nägel zu machen. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber es war noch nie so unbefriedigend, wenn ich meine Nägel gemacht habe wie heute. Okay, nein, das ist eine Lüge, es war schon öfter so. Ich hatte ein ganzes Valentinstagsdesign gemacht, aber es hat mir gar nicht gefallen. Mein Nagelbett gefällt mir gar nicht mehr, es ist total verfeilt mittlerweile. Ich muss, glaube ich, demnächst mal so eine komplette Modellage wieder mit Tipps kleben machen, weil, ja, man sieht das zum Beispiel hier bei dem Nagel ganz gut. Bis wo habe ich hier gefeilt? Bis Kasachstan? Seht ihr das? Hässlich. Ja. Deswegen habe ich sie sehr unauffällig mit diesem rosa Glitzer lackiert, damit es einfach nicht auffällt. Ich war immer noch nicht duschen seit gestern, war noch nicht meine Haare gewaschen, weiß auch immer noch nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Aber ich esse jetzt was, danach schneide ich diesen Vlog. Mochi provoziert mich wieder. Ich habe jetzt 4 Stunden lang an diesen unnötigen Nägeln gesessen. Richtig einfach für nichts. Ja. Esse jetzt hier meinen Reis mit Tofu, das ist so lecker. Ich habe niemals gedacht, dass ich mal selber so ein Tofu-Fan werden würde.
aber auch nur Tofu, den ich selber zubereite. Also draußen habe ich noch nie Tofu gegessen, der mir geschmeckt hat. Esse, gucke Gilmore Girls, schneide diese Video und das war's dann auch von dem Video. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.